Shalom, shalom. Ich grüße euch allerliebst aus Paraguay. Ich bin mit Pastor Daniel hier in diesem wunderbaren Land Paraguay und wir dürfen an vielen Orten einfach die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Wir dürfen vielen Menschen zeigen, wie sehr Gott sie liebt und was er getan hat. Und vom 7. und 8. April in diesem Jahr findet im Team Dresden Projekt eine Konferenz statt, die heißt Vollbracht. Und da möchte ich euch allerliebst einladen, denn ich entdecke immer wieder, und ich war in derselben Kategorie, wir, die uns Christen nennen, haben oft gar keine Ahnung, was Christus wirklich für uns getan hat. Und dann krebsen wir herum und also ich sag's euch, wir sind die erlöstesten Menschen dieser Welt. Aber wir müssen es zuerst vom Heiligen Geist geoffenbart bekommen, dass wir nicht mehr arme Opfer sind, sondern, bitte erschreckt nicht, erlöste Verbrecher. Gott hat alles bezahlt für uns. Und wir dürfen in seiner Gegenwart, in der Liebe Gottes, in seiner Gunst und Gnade schwimmen. Und da möchte der Herr dir bei dir noch einen Durchbruch geben, dass du herauskommst aus dem Verstecktsein in der Angst und hineinkommst in den Himmel des Glaubens. Jesus kommt bald und er wird kommen für eine Braut, die glaubt, für eine Braut, die ihm vertraut, für eine Braut, die weiß, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin geschätzt.